Okay, Leute, zurück zu Project Zero. Wow, die überkrasse Musik hört auf einmal auf. Das Signal ist stark, wenn ich nach rechts gucke. Ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, wo das Signal herkommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 5 Splitter waren es, glaube ich, im ersten Teil. Und dieser Spiegel hier sieht identisch aus. Also, das denke ich mal auch wieder so sein. Aber wir haben schon beide Signale. Einmal hier und gerade eben, als wir dann hier in diesen Raum reingehen wollten, kam auch direkt schon ein anderes Signal. Weil unten wurde ein anderer Satz gesagt. Tja, ich lag wohl falsch. Welcher Raum ist das? Oh no's. Ja, weg. Ich will den Sucher ändern. Ah! Ah, na, das ist ja praktisch. Oh mein Gott. Warum werde ich jetzt hier angegriffen? Okay, ich habe mich scheinbar total geirrt. Da oben ist nichts. Verdammt. Und meine Kerze. Oh nein. Meine Kerze erlischt. Meine Kerze erlischt. Aber ich habe noch den anderen Weg zur Auswahl. Aber trotzdem, Mann! Wo kommt dieses Kacksignal her? Ich war mir eigentlich verdammt sicher, dass ich recht hatte mit hier oben. Scheinbar hatte ich es ja nicht. Hey. What the fuck? Wie schnell geht meine Kerze aus? Habt ihr das gerade gesehen? Die ist weg. Nein, nein. Oh, das ist nicht gut. Da. Da ist das Signal. Oh Gott, nein, Moment. Ach doch, warte. Schon gut. Oh Scheiße. Oh Gott, jetzt ist Apokalypse. Ja, fängt gut an. Ich muss schnell durch die Tür. Tür. Ja, was ist das? What the fuck? Was war das? Oh ja, das fängt ja gut an. Es fängt gut an. Das ist der Käfig. Ich habe halt gerade keine Zeit, mir die Geschichte anzuhören. Ganz ehrlich gesagt, weil ich gerade kurz davor bin, zu verrecken. Darf ich gehen? Oh. Ach so, hä? Gut. Ah, wo ist denn hier der Eingang? Ich sehe gerade echt ganz, ganz schlecht, weil es hier irgendwie total hell ist, gerade. Wegen der Sonne, die von draußen reinscheint. Ja, ich bin gerade morgens. Bei dir hat ein Schaffel irgendwie der Gegenstand in Wunderzelle. Scherbe 2. Ich möchte dich wiedersehen. Ich habe heute für die Kamera Obskurse gefunden. Aufspießen! Hurra! Endlich können wir auch solche perversen Bastarde sein wie die Priester. Das ist doch das, oder? Schaden steigt, ja, genau. Ich würde sagen, die Linse aktivieren wir auch mal direkt, weil die finde ich doch ziemlich, ziemlich gut. Status. Nein, ja. Linse. Okay, gut. Trotzdem, ey, unsere scheiß Kerze. Und warum? Was war das gerade eben, was mich da angefallen hat? Ah, das ist dieser Gang. Okay, wieso bin ich jetzt hier oben? Das ist komisch. Na gut, wir haben eine Arme. Oh! Hallo, Reka. Okay, wo komme ich hin, wo ich denke, wo ich hinkommen muss, will? What the fuck habe ich jetzt gesagt?
Da geradeaus. Oh nein, ey. Ich wusste ja, dass ich, wenn ich die Kerze nicht mehr habe, von Geistern angegriffen werde. Aber dass es so viele sind, vielleicht habe ich hier noch, ist hier eine Kerze drin, bitte. Da glänzt etwas. Hurra. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Leute, Leute, I'm gonna die. Das hält, das hat überhaupt nichts gebracht. Hallo Reika. Ich kann schneller Treppen steigen als du. Du gehst aber durch Treppen durch, das ist echt uncool. Wo wollte ich hin? Da unten. Oh Mann, ey. Da wenigstens habe ich hier keinen Adrenalinspiegel, der irgendwie steigt. Mir fällt gerade aber auf, dieser Stil hier, dieses Schwarz-Weiß, was hier gerade angezeigt ist, ist ein bisschen ähnlich wie in Haunting Ground, wenn Fiona ihren Verstand verliert. Okay, ich weiß nicht, was das war, aber auf jeden Fall bin ich hier richtig. I feel like you've been in my dreams for so long. Over and over. But I don't want this dream anymore. Das ist irgendwie strange. Gerade. Jetzt liegen diese Säcke hier. Oh ja, danke. Okay, damit hätten wir alles. Teile alles Spiegels. Oh, des Spiegels, alle zusammen. Spiegelverlust ist, das ist hier sehen doch. Ach, das ist dieser Spiegel. Ah, dumm, natürlich hätte ich mir denken können. Gut, den bringen wir zum Altar, würde ich sagen. Aber erstmal lesen wir das zweite Tagebuch hier. Ich ertrage das Aufspießen der Seele, damit Menschengefühle abladen. Der Schmerz der Stechpalme bringt mir viele Träume. Viele Arten von Schmerz und Liebe. Ich nehme den Schmerz an, allein zu sein, den Schmerz des Lebens. Aber die Schmerzen, die ich ertrage, vergehen nicht, sind eingraviert, versteckt und bleiben. Von den vielen Schmerzen sind die lebhaftesten die schlimmsten. Niemand nimmt mir meine Stechpalme, sie gehört nur mir. Ich ritze meine Gefühle, meine Palme in den Spiegel und zerbreche sie hier, denn die Gefühle gehören nur mir. Doch stünde es in meiner Macht, so würde ich ihn nochmal sehen. Das letzte habe ich jetzt nicht so ganz gut betont. Egal, ja. Reika Kuse. I want to see you. Ja, wir bewegen uns mit großen Schritten Richtung Finale. Wir werden uns nochmal unsere, das durchlesen, was wir gerade bekommen haben. Reika Kuse. Die Frau, in deren Körper der Schmutz hineingeätzt wurde. Sie ist gezeichnet mit Sehnsucht und Schmerz der Überlebenden und trägt und fühlt den Schmerz weiter. Mann, Mann, Mann. Am Ende gravierte man in den Spiegel den Schmerz ihrer eigenen Stechpalme. Ihr Verlangen kann er mir zu sehen. Ich möchte wieder bei ihm sein. Sie ist uns ganz ähnlich. Fällt mir auf. Also, sie ist Rey ganz ähnlich. Wir speichern einmal mit unserer unnatürlichen Spielzeit, die leider immer noch total verfälscht ist. Ich weiß, ich bin gerade nicht mehr so der Lustige, weil, ja, ich bin halt nie lustig, ne? Okay, wir gehen noch ein paar Schritte in Richtung Spiegel einsetzen. Und ja, dann wollen wir doch mal sehen. Oh, da hinten liegt ein Item. Das nehmen wir doch mit. Boah, Heilung irgendwie, bitte. Oder so. Da habe ich nämlich nicht mehr viel von. Ja, genau, gut. So, bevor mich jetzt nochmal irgendwie so ein, was auch immer das war, gerade eben anfällt. Holy shit, das ging aber echt rund. Okay. Habe ich mich gerade verguckt und da vorne stand jemand? Eine noch. Ja, vielleicht überleben wir jetzt mal einen Schlag. Nein, da steht wirklich jemand. Das ist doch Reika. Okay, Leute. Bevor wir dahin gehen, das war Project Zero 3 für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ciao.